heutige Werkstattgespräch hat den Namen Social Media Abend. Wir wollen zeigen, dass bei allen Gefahren, diesen Gefahren haben wir sogar einen eigenen Vortrag gewidmet, die Chancen für die Bewohner einer Tschittersloh-Ersbruck oder der Ersbrucker Alb im Ganzen deutlich größer sind. Das heißt, die Vernetzung der unterschiedlichen Betriebe, der Stadt, der Verwaltung, von Vereinen, von Privatpersonen, von Politikern, einfach von jedem, der Interesse daran hat, sich in dieser Gemeinschaft zu engagieren und zu beteiligen. So eine Vernetzung kann, wenn sie vernünftig geführt werden, das Selbstgefühl einer Region, das Zusammengehörigkeitsgefühl und ganz wichtig, die Lebens- und auch die Arbeitsqualität in einer Region ganz sicher deutlich erhöhen. Und noch ein kleiner Hinweis am Rande, wir sind heute live im Internet, wenn Sie also Ihrem Mann erzählt haben, Sie gehen mit einer Freundin irgendwelche alte Geschichten aufwärmen und sind jetzt hier mit Ihrem Freund da, dann müssen Sie bitte versuchen, genau diese Kamera da hinten zu vermeiden. Ja, und das ist ein weiterer Grund, warum ich auch gerne hier bin, weil ich im Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl in Ersbruck durch diese Social Media und Web 2.0 Geschichten ein bisschen geschoben wurde. Hinter diesen Zahlen, hinter diesen Millionen von Usern, die hier stehen, stehen einzelne Profile. Und diese Profile haben Daten hinterlegt. Der eine mehr, der andere weniger. Und das sind also keine anonymen Daten, die hier übers Netz gehen, sondern das sind persönliche Daten, ob das Bilder sind, ob das Daten sind, ob das Geburtsdaten sind. Also da ist dann schon ein großer Unterschied zum normalen Netz in diesen Social Communities. Sie als Erwachsene müssen sich dem Internet auch stellen. Es ist mir sehr einfach zu sagen, ich habe da den Anschluss verloren, ich kann nicht mehr, mir ist das alles fremd. Das nützt nichts. Sie konnten auch nicht Auto fahren. Sie haben es gelernt, Sie können jetzt Auto fahren, Sie sind sicher. Und Sie müssen sich Zugang verschaffen. Sie müssen diese Netzwerke selber nutzen, weil nur dann wissen Sie auch, wovon Ihre Kinder sprechen. Sie können dann von Hand alles wieder zurückschrauben. Nur das müssen Sie tun. Das müssen Sie auch Ihren Kindern erklären. Und wie wollen Sie das erklären, wenn Sie es nicht selber schon mal ausprobiert haben? In den 5 Jahren, wo ich jetzt mit meinem Unternehmen des Veranstaltungsbereichs Fraktis betreibe, habe ich mir mehr als dutzendfach über lange Zeit die wichtige Frage gestellt. Warum fällt es vielen mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit der Pressearbeit taugen, Personen von Kulturbetrieben, von Veranstaltungen, von Organisationen und natürlich auch zum Beispiel Sportvereinen noch so schwer mit dem Thema Online-Medien als auch dem neuen Thema Web 2.0 umzugehen? Ja, und dann kam das Internet. Das Informationsverhalten verändert sich momentan sehr rasant, während vor 10 Jahren noch 9% aller Erwachsenen das Thema Internet als regelmäßige Informationsquelle genutzt haben. Das ist heute beeindruckend, 55%. Der Presseverteilung und Veranstaltungsplakat ist natürlich wichtig, auch weiterhin. Das Internet soll nicht bestehende Printmedien oder bestehende Werbekanäle ersetzen oder verdrängen, aber diese neuen Kommunikations- und Werbemöglichkeiten müssen dringend eingebunden werden. Also komisch, ich wurde schon mehrfach auf die Marktspeise angesprochen, aber es gibt noch einen Hauptgang. Es ist nicht die Geschichte des Web 2.0, deswegen heißt es auch Webgeschichten. Aus der Sicht der Möbelmacher, weil wir weder bei der Vorlesung noch heute Abend einen Anspruch auf Vollständigkeit haben, sondern es sind einfach die Sachen, die sich im Laufe der letzten, ja, seit 1945, da war ich noch nicht auf der Welt, ich weiß, aber trotzdem, seitdem so ergeben haben und da die Punkte, an denen wir das Ganze berührt haben, die kann ich ein bisschen beleuchten, bei den anderen kann ich mich einfach raus, davon habe ich keine Ahnung. Sie sehen also, der Ursprung des Internets war leider militärische Motivation und erst im zweiten Schritt wissenschaftlich. Das war auch unsere erste Ausstattung, die wir dann hatten. Gunther und ich waren also ganz stolz auf diesen Atari-Computer. Der hatte eine Festplatte, die 20 MB hat, erst nicht Gigabyte, sondern Megabyte. Und diese Festplatte war tatsächlich so groß wie ein Backstein. Ne? Also, es gab zumindest ein Foto, wo mich noch Leute haben arbeiten sehen, also richtig arbeiten. Das glauben meine Mitarbeiter manchmal nicht mehr, dass ich sowas schon mal in der Hand gehabt habe. Das ist wie Fotomontage. Das, was mir heute wirklich am wichtigsten ist. Ist das Q-Trade-Manifest. Das kam 1999. Im Jahr 2005 kam dann das erste Weblog der Möbelmacher im Handwerk raus. Das Nachhaltigkeitsblog haben wir es damals genannt, einfach um auch so ein bisschen unseren Anspruch an die Arbeit eines Unternehmens darzustellen. Der links hier unten steht auf dem Bild vor seiner Frau Renate, das ist der Klaus Eck, das ist einer der PR-Berater, das ist einer der bekanntesten Blogs in Deutschland. Real Life wieder seit 2008 organisieren wir durch ein paar glückliche Zufälle, dass wir sehr gute Kontakte zur Nürnberg-Messe haben, können wir das Blogger-Treffen organisieren. Da habe ich auch den Michael Wenzel
kennengelernt, alle, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen im Netz, die Nachhaltigkeitsblogger sind im Prinzip zusammengefasst, auch über Michaels Seite vernetzt. Ein wichtiges Werkzeug bei Facebook, das wahnsinnig viele Leute abschreckt und mich auch in die Verzweiflung getrieben hat. Man kann sich bei Farmville und Mafia-Zeug und den ganzen bescheuerten Spielen rechts oben auf Verbergen klicken und dann wird man gefragt, ob man den Typen oder die Frau verbergen will oder ob man nur diese Funktion, dieses Spiel verbergen will. Und wenn man dann da nur auf Farmville klickt, dann sieht man nie mehr irgendwas von Farmville. WordPress, genau. Das WordPress-Programm wird als eine Blog-Software, eine ziemlich simple, wo sich die ganzen Nachrichten, die vom Blog und sonst was kommen, im Idealfall automatisch, ganz so weit sind wir noch nicht, aber zum größten Teil automatisch per RSS-Feed einschieben. Damit machen wir Juliane. Genau, also wir haben den Fragebogen absichtlich wirklich kurz gehalten, zum einen, weil wir wirklich nur grobe Ergebnisse haben wollen, inwiefern die Studenten aktiv im Internet sind. Also mein Name ist Juliane Spiegel. Ich studiere Wirtschaftspädagogik an der Uni Erlangen-Nürnberg und bin momentan im 4. Semester. Und ich werde jetzt einfach die Fragen zu Fragebogen durchgehen. Die meisten nutzen noch StudiVZ, obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass es im Laufe der Zukunft einen Schwall hin zu Facebook geben wird. Also dann Blogs nutzen die Studenten anscheinend nicht. Twitter, 95% der Studenten gaben an, dass sie Twitter nicht benutzen. Sollte eine Internetplattform finden, auf die alle aktiven Zugriff haben und die alle ihre aktuellen Infos einbauen können. Also dazu vielleicht immer gleich eine altmodische Zeitung hat ja auch was für sich, da braucht man niemand von der Technik und es gibt Passwort. Okay. Und so was okay. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt neue Kanäle nutzen können und auf neue Weise mit Lesern in Kontakt treten. Vielleicht auch mit Lesern, die mal Zeit oder länger außer Landes sind. Wir haben uns nun reingehängt, um die Ersten zu sein, die eine Web 2.0 für die ganze Region, für die unmittelbare Heimat und für die Hersbrucker Schweiz präsentieren, die aktuelle und touristische Infos mit Web 2.0 Standard bündelt. Hallo, guten Abend und guten Appetit nach Unterkrumbach. Herr Danzer, vielen Dank für die Einladung heute. Und ich hoffe, Sie sind wirklich darüber, ansonsten wäre die Illusion der perfekten Live-Übertragung dahin. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute etwas vorstellen. Was nützt uns die schönste Region, der bunteste Werbeflyer oder die schrillste Webseite, wenn uns niemand hier in Mittelfranken findet? Aber apropos Schloss Reichenschwand, da möchte ich mehr drüber erfahren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wundervollen Abend und hoffe, Sie uns bald wieder. Bis bald!